Heute geht die Familie an einen Ort voller Spaß. Rätst du, wohin sie wollen? Ich gebe dir einen Tipp. Da gibt's viel Sand und das Meer ist da. Richtig, an den Strand. Strand, Strand, so viel Sand. Und das Meer trifft auf das Land. Sonne hält das Ufer warm. Das ist, wofür wir herkamen. Strand, Strand, so viel Sand. Und das Meer trifft auf das Land. Die Kinder lieben das Gefühl der warmen Sonne auf ihrer Haut. Aber sie müssen aufpassen, dass sie keinen Sonnenbrand bekommen. Darum setzen sie ihre Hüte auf und cremen sich mit Sonnenmilch ein. Breiten wir das Handtuch aus, eingecremt den Hut noch auf. Schatten unterm Sonnenschirm, leckere Snacks und Limo-Drinks. Strand, Strand, so viel Sand und das Meer trifft auf das Land. Die Kinder sind bereit zum Spielen. Also nehmen sie Eimer und Schaufel und gehen näher ans Meer heran, wo der Sand perfekt ist, um Burgen zu bauen. Burgen bauen aus dem Sand, mit dem Eimer und von Hand. Um die Burg ein Graben läuft, da fährt unser lila Boot. Strand, Strand, so viel Sand und das Meer trifft auf das Land. Mama und Papa lieben die Burg, die die Kinder gebaut haben. Sie bitten sie, ihre Eimer zu nehmen und mit ihnen spazieren zu gehen, um ein paar schöne Muscheln zu sammeln. Muscheln finden, das macht Spaß. Viele Arten und auch Formen. Rosa, weiß und braun und grün. Schau die Muschel, sie will fliehen. Strand, Strand, so viel Sand. Und das Meer trifft auf das Land. Die ganze Familie ist jetzt bereit, um ins Meer zu gehen und in den Wellen zu spielen. Die Kinder schlüpfen in ihre Schwimmärmchen und versprechen Mama und Papa, dass sie zusammenbleiben und nicht zu weit rausschwimmen. Schwimmen großen Blauen. Heute ist ein besonderer Tag. Der Tag, an dem Mama, Papa und die Kinder zum ersten Mal zusammen campen. Und hier wollen sie ihr Zelt aufstellen und Holz für ein Lagerfeuer sammeln. Campen macht Spaß, weil wir draußen sind. Wir schlafen im Zelt, können Sterne sehen. Campen macht Spaß in der freien Natur. Wir entdecken so viel in der Welt. Mama, Papa und die Kinder haben den Zeltplatz gemeinsam aufgebaut. Und jetzt sind sie bereit, eine Wanderung durch den Wald zu machen. Die Kinder hoffen sehr, dass sie unterwegs Tiere sehen werden. Glaubst du, dass es klappt? Campen macht Spaß, weil wir wandern gehen. Spazieren im Wald, wo die Hasen sind. Campen macht Spaß in der freien Natur. Wir entdecken so viel in der Welt. Die Familie ist auf einem Pfad an einem kühlen, sprudelnden Bach entlang gewandert. Hey, schaut mal! Sieh mal da vorne. Da ist ein See, in dem die Familie angeln und schwimmen gehen kann. Campen macht Spaß, weil wir schwimmen gehen. Angeln im See oder fahren mit dem Boot. Campen macht Spaß in der freien Natur. Wir entdecken so viel in der Welt. Die Familie wurde hungrig und so wanderten sie zurück zum Campingplatz, bevor die Sonne unterging, um das Abendessen zuzubereiten.
Die Kinder halfen Mama und Papa, das Essen vorzubereiten. Und dann kochten sie es gemeinsam über dem Lagerfeuer. Campen macht Spaß, denn wir essen im Freien. Grillen Marshmallows überm Lagerfeuer. Campen macht Spaß in der freien Natur. Wir entdecken so viel in der Welt. Nach dem Abendessen saßen Mama, Papa und die Kinder um das knisternde Feuer herum. Erzählt sich lustige Geschichten über den Tag, den sie zusammen verbracht hatten. Oh, da ist wohl jemand sehr müde. Wenn es nachts über uns der Mond erstrahlt, liegen wir im Schlafsack und wir schlafen so gut. Wenn der Morgen kommt, ja, dann wachen wir auf, gehen raus und starten von vorn. Campen macht Spaß, weil wir draußen sind. Wir schlafen im Zelt, können Sterne sehen. Campen macht Spaß in der freien Natur. Wir entdecken so viel in der Welt. Campen macht Spaß, weil wir draußen sind. Wir schlafen im Zelt, können Sterne sehen. Campen macht Spaß in der freien Natur. Wir entdecken so viel in der Welt. Hey Kinder, habt ihr Lust auf das Spiel Ich sehe was, das du nicht siehst? Mhm. Prima, es geht so. Ich sehe etwas, rate mal, was ich sehe, probier's doch einmal. Ich sehe was, das du nicht siehst, und was ich sehe, ist rot. Gut, ich gebe dir einen Tipp. Es ist eine rote Frucht und sie ist wirklich knackig. Kannst du erraten, was ich vor mir habe? Ein Apfel! Richtig, ein roter Apfel. Probieren wir noch eine Runde. Ich sehe etwas, rate mal, was ich sehe, probier's doch einmal. Ich sehe was, das du nicht siehst, und was ich sehe, ist grün. Gut, hier der Hinweis. Es wächst wie ein Teppich über den Boden. Das stimmt, das grüne Gras. Weiter so. Probieren wir es noch einmal. Ich sehe etwas, rate mal, was ich sehe, probier's doch einmal. Ich sehe was, das du nicht siehst, und was ich sehe, ist weiß. Bist du bereit für deinen Tipp? Es hat flauschiges, weißes Fell und macht Mäh. Ein Schaf! Du hast recht, ein weißes Schaf. Weiter geht's. Bereit für die nächste Runde? Ich sehe etwas, rate mal, was ich sehe, probier's doch einmal. Ich sehe was, das du nicht siehst, und was ich sehe, ist blau. Hier ist dein Tipp. Es befindet sich über uns, ist tagsüber blau und nachts dunkel. Richtig, der blaue Himmel. Eins schaffen wir noch. Ich sehe etwas, rate mal, was ich sehe, probier's doch einmal. Ich sehe was, das du nicht siehst, und was ich sehe, ist orange. Hier ist ein Tipp. Es kann klein oder richtig groß sein. Und an Halloween machen wir daraus Jacklaternen. Stimmt genau. Ein orangefarbener Kürbis. Nun, das war's für heute. Ich hoffe, wir spielen das bald wieder. Ich sehe was, das du nicht siehst. Das ist mein Lieblingsspiel. Tschüss! Eines Tages erlebten die Kinder eine große Überraschung. So groß, dass sie ihren Augen nicht trauten. Wirklich, wirklich, kann es sein? Ihr eigenes Haus auf einem Baum? Es ist ein Baumhaus, ein Fantasie- und Traumhaus. Hoch in unserem Baumhaus ist es ganz besonders toll. Schon klettern wir die Leiter rauf, zu der Himmelshütte hoch.
Viel zum Spielen gibt es da, auch an einem Regentag. Es ist ein Baumhaus, ein Fantasie- und Traumhaus. Hoch in unserem Baumhaus ist es ganz besonders toll. Baumhaus, wir denken es uns selbst aus. Ein wunderbares Wunschhaus, ein Haus für dich und mich. Die Kinder spielten, sie wären Bäcker in einer Bäckerei. Die runde Kekse und süße Kuchen und viele andere Leckereien backen. Es ist ein Baumhaus, ein Fantasie- und Traumhaus. Hoch in unserem Baumhaus ist es ganz besonders toll. Baumhaus, wir denken es uns selbst aus. Ein wunderbares Wunschhaus, ein Haus für dich und mich. Spaß macht es am Nachmittag in einer dunklen Mondnacht auch. Wir schauen den Sternschnuppen zu, sie leuchten ganz hoch unser über unser Baumhaus. Ein Fantasie- und Traumhaus, hoch in unserem Baumhaus ist es ganz besonders toll. Sich in ihrem Haus auf einem Baum pudelwohl. Was gibt es Schöneres, als den Tag mit neuen Spielen zu verbringen? Das Xylophon. Und das ist der Sound, wenn alle miteinander spielen, miteinander spielen, miteinander spielen, wenn wir miteinander spielen. Das ist der Sound, doch willst du nur ein Instrument hören, dann teilen wir uns auf, wir teilen uns auf. Mit der Gitarre. Das ist die Gitarre. Bist du bereit? Ist nett und kümmert sich, und brauchst du Hilfe, bin
ich da. Hilfe nützt im ganzen Haus, sogar jeden Tag. Hebe deine Kleider auf und leg dein Spielzeug fort. Wenn du mal Hilfe brauchst, dann ruf, dann komme ich und helfe dir. Wer hilft, ist nett und kümmert sich, und brauchst du Hilfe, bin ich da. Hilfe nützt auch in der Küche, da gibt's viel zu tun. In der Schüssel rühr den Teig und hilf beim Abwasch mit. Wenn du mal Hilfe brauchst, dann ruf, dann komme ich und helfe dir. Wer hilft, ist nett und kümmert sich, und brauchst du Hilfe, bin ich da. Den Freunden, wenn sie fallen, und frag, ist alles klar. Umarm sie, wenn sie traurig sind, erhelle ihren Tag. Wenn du mal Hilfe brauchst, dann ruf, dann komme ich und helfe dir. Wer hilft, ist nett und kümmert sich, und brauchst du Hilfe, bin ich da.